Hallo zusammen. Schön, dass ihr bei Weitwinkel wieder mit dabei seid. Diesmal lautet unser Thema Ernährung. Hierbei geht es nicht nur einfach ums Essen, sondern um verschiedene Arten, sich zu ernähren und wie der Begriff sich wissenschaftlich greifen lässt. Unser Körper ist sehr gut darauf spezialisiert, alles aus der Nahrung zu ziehen, was für ihn wichtig ist. Wo genau, was genau bei der Verdauung im Körper geschieht, darüber machen sich wohl die wenigsten gerne Gedanken. Dafür haben wir für euch erstmal unsere Animation vorbereitet. Der Tüfte-Toni hängt so an seiner Wand ab und hat einen Stocher in der Mache. Da stolziert eine echt total oberaffenscharfe Torte vorbei und schon hat sich Toni an seinem Kaustängel verschluckt. Scheibenkleister! Was passiert da jetzt mit dem Zahnstocher? Die Verdauung, auch Stoffwechsel genannt, beginnt schon im Mund. Dort wird die Nahrung, welche aus Eiweißen, Fetten und Kohlenhydraten besteht, zerkleinert, eingespeichelt und aufgeweicht. Im Speichel sind Enzyme enthalten, die die Nahrung schon grob in Bestandteile zersetzen. Dann geht's weiter durch die Speiseröhre in den Magen. Die Speiseröhre ist der Transport- und Verbindungsweg zwischen dem Rachen und dem Magen. Sie ist ein elastischer Muskelschlauch, der sich jedoch beim Schlucken von Nahrungsbissen auf fast das Doppelte ausdehnen kann. Im Magen wird die vorverdaute Nahrung dann weiter zerteilt. Nun wird dieser Nahrungsbrei mit Magensäure durchsetzt und dann durch rhythmische Kontraktionswellen der Muskulatur vom Mageneingang zum Magenausgang befördert. Der Brei wird durch den Magenausgang, dem sogenannten Pförtner, gedrückt. Das Ganze kann bei einer größeren Mahlzeit bis zu 3 Stunden dauern und bei besonders viel Fleisch oder Fett sogar doppelt so lang. Bis jetzt wurde die Nahrung noch nicht in ihre kleinsten Bestandteile zerlegt und deswegen spricht man bis hierhin von der Vorverdauung. Die eigentliche Verdauung und Aufnahme der einzelnen Bausteine der Nahrung erfolgt dann im ca. 6 Meter langen Dünndarm. Der erste Teil dieses Dünndarms ist ca. 12 Finger lang und wird deswegen auch 12-Fingerdarm genannt. Dort werden die Eiweiße oder Proteine zu Aminosäuren zerlegt, die Kohlenhydrate zu Zucker und die Fette zu Glycerin und Fettsäuren. Weiter geht es in einem ca. 3 cm dicken Teil des Dünndarms. Dieser nimmt die einzelnen Nährstoffe auf und transportiert sie über das Blut zur Leber, wo sie weiterverarbeitet werden. Der Rest geht nun weiter in den Dickdarm. Dort werden die noch verfügbaren Mineralien, Vitalstoffe, also Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe, Amino- und Fettsäuren sowie Wasser entzogen und ins Blut aufgenommen. Überschüssiges Wasser wird in die Nieren abgegeben. Mit dem Wasser werden nicht verwertbare Stoffe ausgeschieden, und zwar als Urin durch die Blase. Sobald dann der Rest, der Kot, in den letzten Teil des Darms, den Mastdarm, gelangt, meldet sich der Darm automatisch, dass er bitte entleert werden will. Naja, und den Rest, der ist wohl jedem bekannt. Beim Töften-Toni ist aber nicht mehr alles klar, Herr Kommissar. Denn sein Zahnstocher kann nicht vom menschlichen Körper verdaut werden und deswegen wird es jetzt gerade ziemlich schmerzhaft. Sich richtig und gut zu ernähren ist oft schon so schwierig genug. Leistungssportler haben es da sogar noch schwerer und sie müssen echte Disziplin beweisen, sich ernährungstechnisch fit zu halten. Wie man das macht, wollten wir in Kooperation mit unserer Schwesterredaktion Münstersport genau wissen und haben uns mit einer Ernährungsberaterin getroffen. Hallo, mein Name ist Sophia Schlegel und ich befinde mich hier in der Praxis für Gesundheits- und Ernährungsberatung auf der Sentrupper Höhe in Münster. Und ich habe heute einen Termin mit einer Ernährungsberaterin. Ja, mein Name ist Marieke Knickenberg. Ich bin zertifizierte Gesundheitstrainerin für den Bereich Ernährung und Fachberaterin für Säuglings- und Kinderernährung und jetzt seit knapp 2 Jahren in Münster mit eigener Praxis selbstständig. Ja, wie man sich schon denken kann, geht es ja heute um das Thema Ernährung, im Speziellen aber auch um das Thema Sportlerernährung. Und da stellt sich natürlich erstmal die Frage, woraus sollte Ernährung für Sportler grundsätzlich eigentlich bestehen? Die Ernährung eines Sportlers. Ja, als erstes kann man vielleicht 5 Kriterien nennen, die wichtig wären. Das wäre als erstes, die Ernährung sollte lecker sein. Das finde ich persönlich immer ganz wichtig, weil irgendwas, was ich nicht gerne esse, das halte ich auch nicht durch und möchte ich auch nicht gerne essen. Dann sollte die Ernährung gut bekömmlich sein. Dann muss die Ernährung für einen Sportler ausreichend Kohlenhydrate enthalten. Ein weiterer wichtiger Faktor ist das Eiweiß.
Und als letzter entscheidender Faktor sind die Mikronährstoffe zu nennen. Das heißt, da ist es wichtig, dass die Nahrung wirklich die lebensnotwendigen Vitamine, Mineralstoffe, sekundären Pflanzenstoffe bietet, die ich besonders eben, wenn ich mich belaste, in noch größerem Maße brauche. Gut, das hört sich ja alles ziemlich theoretisch an. Was genau bedeutet denn jetzt ausgewogene und gesunde Ernährung? Eine vollwertige Ernährung, wie ich sie jedem eigentlich empfehle, beinhaltet als erstes mal ganz wichtig die ausreichende Versorgung mit Getränken. Das heißt, gerade natürlich auch beim Sportler ist es sehr wichtig, ausreichend zu trinken. Da kommt man dann, wenn man jetzt von einer 60 Kilogramm schweren Frau ausgeht, so bei Pi mal Daumen 2 Litern raus. Das darf dann auch durchaus mal mehr sein und bei sportlicher Belastung noch mehr. Diese Getränke sollten gedeckt werden über Wasser, über ungesüßte Früchte- und Kräutertees oder auch mal über eine Fruchtsaftschorle, die aber dann im Verhältnis 1:3 gemixt werden sollte, wobei das 3 für die 3 Teile Wasser steht und nicht umgekehrt. Dann wäre das quasi so der zweite Baustein, der sehr wichtig ist, Gemüse und Obst sollte möglichst frisch, regional, saisonal verzehrt werden. Da gibt es von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung die Empfehlung, 5-mal am Tag Gemüse und Obst zu essen. Das heißt, bei jeder Hauptmahlzeit und bei jeder Zwischenmahlzeit sollte Gemüse und Obst enthalten sein. Dann ist ein ganz wichtiger Baustein, sind Kohlenhydrate über Vollkornprodukte, über Kartoffeln. Und da wäre eigentlich hauptsächlich wichtig zu wissen, dass es tatsächlich Vollkornprodukte sein sollten, die ich zu mir nehme, weil die ein Vielfaches von Mikronährstoffen mir bringen, die ein Auszugsmehlprodukt mir nicht mehr bieten kann. Die Hülsenfrüchte wären noch zu nennen, die gehören eigentlich zum Gemüse und Obst. Die sind gerade für Sportler sehr empfehlenswert, weil das sehr wichtige pflanzliche Eiweißquellen sind. Also das sind quasi wirklich kleine Eiweißbomben, die sehr gut auch das tierische Eiweiß ergänzen können. Und dann gibt es noch die Fette und Öle, die werden beim Sportler dann gerne mal so hinten angestellt, weil man immer das Gefühl hat, oh Gott, bloß nicht zu viel Fett aufnehmen. Da gilt ganz klar die Devise Qualität vor Quantität. Wichtig ist es, dass es möglichst viele ungesättigte Fettsäuren sind, die ich zu mir nehme. Das erreiche ich mit pflanzlichen Ölen wie Rapsöl, Leinöl, Olivenöl, Walnussöl. Aber auch zum Beispiel sehr gut mit Nüssen. Das sind auch wieder so Nährstoffbomben für Sportler, weil die auch sehr viel gutes Eiweiß enthalten. Und last but not least darf dann natürlich in der allgemeinen und natürlich auch der Sportlerernährung nicht fehlen, dass man dann durchaus auch die Lebensmittel mit drin hat, die einen höheren Zucker-Salzgehalt haben und auch eventuell einen höheren Fettgehalt haben, die man aber wirklich dann am besten nur in einer Portion pro Tag, sage ich jetzt mal, verzehren sollte. Darunter fallen dann auch die Müsli-Riegel, die gezuckerten Limonaden, darunter fallen alle Knabbereien, die man so hat. Und wie sehen die Mahlzeiten für jemanden aus, der wirklich Muskeln aufbauen will, im Vergleich vielleicht zu jemandem, der Teamsport macht, sowas wie Fußball zum Beispiel? Der Ausdauersportler oder auch Spielsporttreibende, der braucht noch etwas mehr Kohlenhydrate. Der Kraftsportler sollte, sagen wir jetzt mal, wenn man sich jetzt mal so einen 17-jährigen Jugendlichen vorstellt, der vielleicht eher schmal gebaut ist, der Muskeln aufbauen möchte, dann würde man dem als Empfehlung grob mitgeben, als Anfänger vielleicht so 1,4 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht am Tag aufzunehmen. Da wäre der dann mit 70 Kilo bei knapp 100 Gramm pro Tag. Und dann ist es so, dass beim Kraftsport fast mehr als die Menge des Eiweißes entscheidend ist, wann ich das Eiweiß zu mir nehme. Das heißt, jemandem, der Muskel aufbauen möchte, würde man empfehlen, vor dem Workout, in so einem Zeitfenster 2 Stunden vor dem Workout, 2 Stunden nach dem Workout, da sollte man eben in diesen 2 Stunden vorher schon mal so 20 Gramm ungefähr hochwertiges Eiweiß zu sich nehmen und dann sollte in den 2 Stunden nach dem Training auch wieder eine Eiweißzufuhr von nochmal 15 oder 25 Gramm Eiweiß ungefähr so in dem Rahmen erfolgen und dann bleiben immer noch gut 50 Gramm Eiweiß, die ich dann ansonsten einfach über den Tag verteilen kann, aber entscheidend ist dann so dieses Zeitfenster, dass das Eiweiß einfach den Muskeln zur Verfügung steht, wenn sie es dann auch
konkret benötigen. Ja, das war's eigentlich. Meine Fragen haben sich alle geklärt. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Essen ist fertig. Das war eines der möglichen Themen, unter denen die Auszubildende der Mediengestaltung im vergangenen Jahr ihre Abschlussfilme produzieren sollten. Unserem hauseigenen Azubi Marco ist die Idee gekommen, etwas über vegane Ernährung zu machen und hat sich mit der Ernährungsbloggerin Pia getroffen und ein Porträt über sie gemacht. Ich bin Pia, ich bin 25 Jahre alt. Also ich habe einen Blog, der beschäftigt sich mit veganen Rezepten, so ein bisschen nachhaltige Gedanken, friedliche Texte und so weiter und heißt Kraftfutter. Und Kraftfutter kommt so ein bisschen aus dem Wortspiel von Kraftfutter ist ja eigentlich das für die Tiere, so in der Massentierhaltung. Und ich wollte den Begriff halt so ein bisschen anders bestücken. Also der Auslöser dafür, dass ich angefangen habe, mich vegan zu ernähren, war eigentlich, als ich 18 war, so ein Video über Massentierhaltung. Weil ich gemerkt habe, nee, ich möchte eigentlich nicht, dass da Tiere für mich leiden oder sterben müssen. Und dann auch gemerkt, dass es halt auch viele andere Aspekte gibt, die jetzt nicht so cool sind, die ich nicht mit meinen Vorstellungen von Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit irgendwie vereinbaren kann. Und dann habe ich es versucht und hat funktioniert. Also wenn ich meine Lebensmittel auswähle, gucke ich in erster Linie halt, ob sie pflanzlich sind. Das ist ja dieser vegane Gedanke, dass sie auch sonst wirklich auch nachhaltig sind, weil auch vegane Produkte können nicht nachhaltig sein, wenn sie vom anderen Ende der Welt hier hingeflogen werden. Ich kaufe vom Markt, weil ich es irgendwie schön finde, möglichst gut nachzuvollziehen, wo meine Sachen herkommen, die ich so verarbeite. Und Markt macht Spaß, weil du kannst dann mit den Leuten quatschen, so ein bisschen nachfragen, was hat gerade Saison, was ist regional von hier und so. Deswegen. Also die Beweggründe für die Lebensweise an sich, was ja nicht nur auf Essen bezogen ist, sind einfach, dass ich mit allem, was ich tue und konsumiere, kein Leid irgendwie auslösen oder verursachen möchte. Ich hatte, glaube ich, auch durch das Studium bedingt total Lust, so einen stylischen, coolen Blog zu machen, also einfach auch auf die Ästhetik zu achten, und das ist gut da eingeflossen. Am Anfang war durchaus so eine kleine Hemmung von wegen, man tut halt was ins Internet, dann durchaus auch mal Sachen zurückbekommst, die nicht nur positiv sind, wo dann auch sowas kommt wie, boah, ihr Veganer nervt und keine Ahnung, bis dann halt zum ersten Mal die ersten Leute mir gesagt haben, dass sie davon irgendwie was nachgekocht haben, dass sie dadurch inspiriert wurden, und dann reicht schon eine Mail und du bist direkt so, oh mein Gott, deswegen mache ich das, damit es irgendwen halt erreicht. Verzicht ist es nur so lange, wenn man sich darauf halt fokussiert, was alles wegfällt, aber man sollte darauf schauen, was halt alles dazukommt. Also an gutem Gefühl, an Dingen, die man neu entdeckt, beim Kochen zum Beispiel auch, also das kann ja alles so unfassbar lecker sein. Deswegen ist das für mich kein Verzicht. Ich mache heute so vegane Burger. Und ich mache jetzt so Kartoffelpatties anstatt Fleischpatties für die Burger. Während sie jetzt anbraten, forme ich schon mal die Burgerbrötchen. Ich glaube, ein Fazit kann auch sein, dass meine Motivation, diesen Lebensstil auch nochmal zu vertiefen und wirklich immer weiter nachzuforschen und zu gucken, was hinter Lebensmitteln steckt, hinter anderen Dingen, die wir konsumieren, also dass mir dabei geholfen hat, dass ich es öffentlich gemacht habe, weil dadurch du halt auch merkst, andere nehmen sich das auch an. Du bist eine Art Vorbild in dem Sinne auch und dadurch sozusagen, dass sich gegenseitig bestärkt. Daniel Kofal ist Ernährungssoziologe und Vorstandsmitglied der Akademie für Kulinaristik, die ihren Sitz in Münster hat. Ernährungssoziologie, Kulinaristik, mal ehrlich, ihr habt genauso wenig Ahnung von diesen Begriffen wie wir. Bis wir uns mit Daniel Kofal getroffen haben und er uns erklärt hat, was es damit auf sich hat. Hallo, mein Name ist Johannes. Ich bin hier heute auf dem Wochenmarkt in Münster. Hier treffe ich mich heute mit Herrn Dr. Daniel Kofal und vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Wir reden jetzt gleich über die Ernährungssoziologie. Stellen Sie sich doch einmal kurz bitte vor. Mein Name ist Daniel Kofal. Ich bin Ernährungssoziologe. Das heißt, ich habe Soziologie studiert und habe dann nachher in einem naturwissenschaftlichen Fachgebiet in Kassel promoviert. Und mein Spezialthema ist Ernährung, und zwar eben aus soziologischer oder kulturwissenschaftlicher Sicht. Hört sich auf jeden Fall erstmal ziemlich beeindruckend an, dieser Begriff des Ernährungssoziologen. Was macht man da eigentlich genau? Ja, also, dass Menschen sich ernähren müssen, das ist ja klar.
Aber wie Menschen sich ernähren, das ist halt hochgradig unterschiedlich von Mensch zu Mensch, von Kultur zu Kultur, von Gruppe zu Gruppe. Und uns Ernährungssoziologen oder uns Ernährungskulturwissenschaftler interessiert eben dieses Wie. Also wie kann man Ernährung auf unterschiedliche Art und Weise bewerkstelligen? Was will man essen, wenn man zu einer Gruppe dazugehört? Wie isst man? Und natürlich auch, was isst man nicht? Oder worauf möchte man verzichten? Welche Speisen, welche Rituale werden tabuisiert? Und der Soziologe arbeitet diese Sachen heraus und er schaut sich natürlich an, wie Menschen auf andere Argumente, zum Beispiel auf Pro-Argumente, reagieren. Wenn man zum Beispiel mit der ökologischen Komponente kommt, also wenn man Insekten essen würde anstatt von zum Beispiel Fisch oder anstatt von Fleisch, dass man dann sagt, dann ist der Ressourceninput viel niedriger. Das ist ja ein rationales Argument, für das im Moment viele Menschen offen sind, wenn sie sich mit neuen Lebensmitteln auseinandersetzen. Und der Soziologe schaut sich dann eben an, also wie kann man Menschen überzeugen oder welche Überzeugungen bringen sie mit und wo braucht man vielleicht auch gar nicht erst anzufangen, weil die Überzeugungen so stark sind, dass man die nicht einfach aushebeln vermag. Wir sind ja hier auf dem Wochenmarkt in Münster und der Wochenmarkt ist ja ein soziokultureller Treffpunkt. In welcher Form spielt der eine Rolle für die Ernährungssoziologie? Der Wochenmarkt ist was ganz Spannendes. Wir sehen zum einen, wie er sich wandelt, also wie er weggeht von dem Ort, wo man eigentlich von den meisten Menschen erwartet, dass sie ihre Alltagsbedürfnisse befriedigen, was Essen und Trinken angeht, sondern mehr zu etwas, wo sie sich bestimmte Spezialitäten raussuchen, wo sie sich mal was Besonderes kaufen, wo sie aber auch eine bestimmte Bindung zu einem Produzenten, zu einem Händler haben, suchen. Es ist ein Ort der Kommunikation. Wir sehen natürlich auch da wieder im internationalen, interkulturellen Vergleich, wie unterschiedlich so ein Wochenmarkt sein kann. Wenn man auf einen Markt in Südostasien geht zum Beispiel, in Vietnam, da haben wir natürlich eine ganz andere Form des Inkontakttretens, des Handelns. Da haben wir auch eine viel größere Alltäglichkeit des Marktes. Für uns ist der Wochenmarkt ja eigentlich eine Ergänzung zu dem Angebot, das inzwischen die Supermärkte und Discounter liefern. Aber nichtsdestotrotz, das sehen wir ja auch in Münster, wird er von vielen Menschen gewertschätzt und ist eben auch ein kultureller Ausdruck des Ortes. Du arbeitest ja auch hier in Münster oder bist tätig in der Akademie für Kulinaristik. Was kann man sich darunter überhaupt vorstellen? Das ist eine Gruppe von Professionellen im Bereich Ernährung, Gastronomie, Kulinaristik, die sich damit auseinandersetzt, wie Kochkunst, wie Geschmack, wie Ernährungsbildung, wie Ernährungskultur funktioniert. Es sind Köche, die sich da engagieren, es sind Wissenschaftler, Journalisten, es sind Künstler, die da drin aktiv sind. Und es ist eben eine Form des Netzwerkes, die sich erstmal zusammenfinden, diese Menschen da, um sich auszutauschen, um Informationen zirkulieren zu lassen, um natürlich auf einem gewissen Niveau über Essen und Trinken zu diskutieren, aber die auch Veranstaltungen organisiert, Weiterbildung organisiert zum Thema Ernährungskultur. Und zwar eben nicht aus der Gesundheitsperspektive, sondern aus einer Richtung kommt, die sich explizit auf den Geschmack und eben auf das Kochhandwerk in Form von Kochkunst ausrichtet. Ich habe in meiner Vorabrecherche gelesen, dass es durchaus zu den Aufgaben oder Tätigkeiten der Ernährungssoziologie gibt, Prognosen für die Essgewohnheiten zu geben oder ja, einen Ausblick zu bieten. Und da wollte ich einfach nur abschließend noch einmal fragen, ob du irgendwelche Trends siehst, was unsere Ernährungsgewohnheit angeht. Ja, also die Ernährungssoziologie gibt wirklich keine Empfehlungen ab, was man essen sollte. Das ist nicht die Aufgabe des Soziologen, da ist der immer Dilettant. Was der Soziologe sehen kann, ist, dass es eine bestimmte Offenheit bedarf, die Ernährung sowie alle anderen Bereiche des Lebens inzwischen zu reflektieren und zu sagen, man muss sich dann auch für was entscheiden. Und zwar dafür entscheiden, was man essen möchte, was man nicht essen möchte. Und er kann dann bestimmte Trends natürlich beobachten. Aber es gibt nicht nur einen Trend in der modernen, in der hochmodernen Gesellschaft, sondern es gibt ganz viele unterschiedliche Trends, weil wir nicht nur eine Esskultur haben, sondern wir haben eine Esskultur der Esskulturen und vor allen Dingen des Esskulturkontakts. Und wir können natürlich sehen, dass sich bestimmte Trends verstärkt haben, weil sie an andere Trends der Gesellschaft anknüpfen. Wir haben in den letzten Jahren ganz stark diesen Regionalitätsaspekt erlebt, der wieder stark geworden ist. Einen Trend gehabt, der darauf abzielte, irgendwie natürliche, irgendwie authentische Lebensmittel zu essen. Ich könnte mir vorstellen, dass es da tatsächlich auch wieder einen Trend weg gibt. Das ist tatsächlich was gibt, das wieder mehr auf besonders ausgefallene, vielleicht sogar fortschrittliche Lebensmittel und Esskulturen geachtet wird. Einfach weil es was Neues ist, ja, weil es wieder nach dem Trend auf das Natürliche der nächste davon sich unterscheidende Trend wäre.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. War sehr spannend zu hören, womit sich ein Ernährungssoziologe alles beschäftigt. Und ich hoffe, für euch war es genauso interessant. Bis zum nächsten Mal. So, ihr Zuckerschnecken, das war's für diese Ausgabe von Weitwinkel. Worum es beim nächsten Mal geht, verraten wir noch nicht. Aber da wir euch zum Fressen gern haben, hoffen wir, euch nächstes Mal auch wieder begrüßen zu können. Bis dahin, macht es gut.